Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über ACTA. Mein Name ist Klotze und ich zeige euch heute, was ACTA ist, was es macht, was man dagegen tun kann, wer dafür ist und meine eigene Meinung. Ihr habt bestimmt schon darüber gehört und manche von euch wollen jetzt wissen, was ist ACTA? ACTA bedeutet Anti-Counterfeiting Trade Agreement, was so viel heißt wie Anti-Produkt-Piraterie-Handelsabkommen. Was macht ACTA? ACTA soll das geistige Eigentum von Leuten schützen, außerdem soll es Produktpiraterie unterbinden. Das heißt so viel wie, wenn ACTA jetzt schon aktiv wäre, würde dieses Video gar nicht existieren, weil ich das alles aus dem Internet habe und somit gleich geistiges Eigentum verletzt habe. Dafür könnte ich jetzt eine horrende Geldstrafe bekommen oder eingesperrt werden. Außerdem ist durch ACTA jeder Internetanbieter verpflichtet, Chroniken, also Verläufe seiner Nutzer anzulegen, damit man jederzeit nachverfolgen kann, wer was wann gemacht hat. So, jetzt verstehst du es aber gegen das Grundgesetz. Ich werde euch nachher bei meiner eigenen Meinung noch sagen, was ich davon halte. Was kann man gegen ACTA tun? Man kann auf die Straße gehen, demonstrieren oder Petitionen unterschreiben oder durch Facebook Videos wie das hier oder andere Flyer oder Aufrufe zu Demonstrationen verbreiten. Wer ist dafür? Hier seht ihr eine kleine Weltkarte, wer alles von den Ländern oder von den ganzen Ländern auf der Welt dafür ist. Hier auch die kleine Legende, ich werde die euch jetzt erläutern. Lila sind die Länder, die ACTA einführen werden. Kanada, USA, Australien, Japan. Das kleine Land in Südafrika hier. Braun sind die Länder, die durch die EU unterschrieben haben. Spanien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien. Grün sind die Länder, die noch nicht unterschrieben haben, obwohl sie in der EU sind, aber bei denen es im Gespräch ist. Leider auch Deutschland. Ich finde es prinzipiell nicht schlecht, dass man darüber redet, aber man sollte dann schon die Bevölkerung mit einbeziehen und nicht einfach über die Köpfe der Menschen hinweg entscheiden, die in meinem Land leben, sondern ich würde sie einfach daran teilhaben lassen, weil das ist eben nicht, das ist keine Demokratie, sondern eine Diktatur, wenn andere Leute bestimmen, was du wann zu machen hast. Das ist vor 70 Jahren schief gegangen und es wird, denke ich, auch mal dieses Mal schief gehen, wenn es eingeführt wird. So, blau sind noch die Länder, wie zum Beispiel die Schweiz hier, wenn man es ganz klein sieht, muss oder Mexiko, etwas größer, die das auch einführen wollen. Jetzt meine eigene Meinung. Wie ich schon erwähnt habe, ist das gegen das Grundgesetz. Die Bevölkerung muss einbezogen werden, ansonsten ist es wie eine Diktatur. Zu den Demonstrationen, auch in meiner Kreisstadt gab es die. Ich werde aber wahrscheinlich nicht hingehen zu den Demonstrationen, oder ich überlege es mir nochmal, weil ich glaube, dass es in allen Fällen oder im Fall des Falles wird es sowieso nicht klappen, weil eben, wie ich schon gesagt habe, wenn der Internetnutzer verpflichtet ist oder der Internetanbieter verpflichtet ist, Chroniken über deinen Internetverlauf anzulegen und das bei den ganzen Internetnutzern in Deutschland passiert, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag, wird es so eine riesige Datenmenge, dass man erstmal so viele Speichermöglichkeiten oder Speichermedien braucht, um die Verläufe zu speichern, und es zweitens auch eine horrende Summe an Geld kosten würde, diese ganzen Sachen zu kaufen bzw. durchzusetzen, ACTA zu verwirklichen, und auch die Kontrollen, wie wenn ich jetzt einfach irgendwas zitiere, das geht auch schon unter Diebstahl geistigen Eigentums, das geht gar nicht, also so viele Kontrollen kann man gar nicht durchführen. Deswegen denke ich einfach, dass sich das im Sand verläuft, dass es jetzt halt gerade aktuell ist. Aber aus meiner Sicht kann es gar nicht durchgeführt werden. Was ihr jetzt noch dafür tun könnt, ist jetzt einfach mit eurem Laptop oder eurem Computer, eurem Smartphone oder eurem Handy ein Video zu machen, eine Tonbandaufnahme oder wie ich eben eine PowerPoint-Präsentation, um die Leute aufzuklären, was ACTA ist, was man dagegen tun kann, und dass es eben auch Demonstrationen dafür gibt, Petitionen und alles Mögliche, denn ACTA ist schlecht und ACTA darf nicht durchgeführt werden. Bis zum nächsten Mal, Klotze.